Herzlich willkommen zu unserer heutigen Yogastunde mit dem Titel Etosha. Und wie der Titel schon sagt, berichte ich euch heute ein bisschen von der Etosha-Pfanne aus Namibia, die mich mega beeindruckt hat. Und so bitte ich euch, zu Beginn der Stunde in Baddha Konasana zu kommen, in eine Sitzhaltung, wo wir nochmal das Sitzfleisch unter unserem Gesäß rausholen, die Füße wie in Gebetshaltung aneinander strecken. Und wenn du möchtest, halte dich an den Fußgelenken fest, dann kannst du dich gerne zurücklegen in deine Schultern. Und dann schließe für einen Moment die Augen, komm erstmal hier an und spüre deinen Atem, wie er tief ein- und tief ausströmt. Und stell dir vor, dass du gerade vor dieser riesigen Salzpfanne stehst und alle Sorgen, alle Gedanken, alles, was dich belastet hat, hinter dir gelassen hast. Und auf dieser unendlichen Weite kannst du dich ausbreiten, kannst du deine Seele entfalten lassen, kannst du atmen, die Sonne, Mutter Erde und diese ganze Energie spüren. Denn die Etosha-Pfanne ist eine der größten Salzpfannen der Welt und befindet sich im Herzen des Etosha-Nationalparks in Namibia. Diese riesige, flache Senke bedeckt eine Fläche von etwa 5000 Quadratkilometern und ist ein Überbleibsel eines prähistorischen Sees, der vor etwa 16 Millionen Jahren entstand. Wir sind nur Punkte auf dieser Erdentwicklung. Aber für uns sind wir wichtige Punkte. Und während dieser Regenzeit verwandelt sich die Pfanne in einen flachen, temporären See, der zahlreiche Wasservögel anzieht, während in der Trockenheit die weiße Salzkruste eine surreale Landschaft bildet. Die Geschichte der Etosha-Pfanne ist eng mit der Tierwelt und den Menschen der Region verbunden. Sie diente einst als wichtige Wasserquelle für die San, für die Buschmänner, die die Gegend seit Tausenden von Jahren bewohnen. Die San glaubten, dass die Pfanne entstand, als eine Dorfbewohnerin ihre Tränen und die Asche ihres Lagerfeuers in den Boden weinte, was zu einer enormen Salzpfanne führte. In Bezug auf Yoga kann die Etosha-Pfanne als Symbol für Transformation und Erneuerung betrachtet werden. Genau wie die Pfanne sich von einer trockenen, leblosen Salzkruste in einen lebendigen, wasserreichen Lebensraum verwandelt, erinnert uns Yoga daran, dass wir durch Praxis und Hingabe Veränderungen in unserem eigenen Leben bewirken können. Die Weite und Stille der Etosha-Pfanne kann auch als Inspiration für Meditation und Achtsamkeit dienen, indem sie uns hilft, unsere Gedanken zu klären und eine tiefe Verbindung mit unserer inneren Natur zu finden. Wenn deine nächste Einatmung kommt, dann lass die Augen noch geschlossen, richte dich noch mehr auf, lehn dich etwas nach vorne und drücke mit deinen Ellenbogen die Knie mehr zur Seite Richtung Boden. Nicht zu ehrgeizig, eher ganz sanft, so mit wippenden, leichten Bewegungen. Immer wieder die Weite im Becken spüren und sich für die ganze Kraft und Schönheit von dir selbst zu öffnen. Und dann öffne mit sanftem Blick die Augen, richte dich wieder auf. Und streck deine Beine nach vorne aus. Schüttel sie erst gerne mal aus, um nochmal die ganze Spannung aus deinem Körper zu nehmen. Schüttel die Schultern, kreise sie, bewege dich ganz frei, streck die Arme zum Himmel, wedel, dreh dich. Um dann wieder hier anzukommen, das Sitzfleisch nochmal unter deinem Gesäß rauszuholen. Und dann bitte ich dich, den linken Fuß über den rechten zu stellen. Halte dich mit deinen Händen fest. Roll nochmal die Schultern über die Ohren, hinter dein Herz. Lass die Kopfkrone zum Himmel strecken. Und dann nimm die linke Hand an die Schulter. Dreh die Schulter weit nach hinten.
und twiste sanft zur linken Seite. Stell die Fingerkuppen in die Matte. Zieh den Bauchnabel zurück. Atme dich in die Länge und twiste mit jeder Einatmung etwas mehr nach links. Genieße deinen Atem, die Stille, die Zeit, die du dir schenkst und visualisiere immer wieder diese Weite, dieser Pfanne, dieses Licht der Schönheit Namibias. Einatmen, komm wieder nach vorne zurück und Ausatmen. Streck das linke Bein aus, hol dir das rechte über das linke Knie. Einatmen, roll wieder die Schultern über die Ohren. Und dann twiste sanft nach rechts, nimm erst die rechte Hand an die Schulter, dreh die Schulter weit zurück, die rechte, und stell die rechten Fingerkuppen auf die Matte. Durch Zug des Bauchnabels zur Wirbelsäule kannst du noch mehr drehen, um dich noch mehr aufzurichten. Atme tief in dein Becken, in deine inneren Organe, streck den Kopf zum Himmel. Einatmen, komm wieder in die Mitte zurück. Und Ausatmung, schwing mal deine Beine nach hinten, komm in den Vierfüßlerstand, die Finger weit aufgefächert, lass die Füße ausgeglitten auf der Matte liegen, Knie hüftweit unter dem Becken. Atme ein, geführtes Hohlkreuz, lass das Becken die Bewegung führen, der Kopf folgt nur der Wirbelsäule. Und Ausatmung, runde den Rücken. Einatmung, geführtes Hohlkreuz, ganz sanft zu dir selbst. Und Ausatmung in den Rundrücken und dann bleibe einmal hier. Atme hier ein, presse die Hände noch mehr in die Matte und weite die Schulterblätter großzügig zum Himmel. Mit deiner nächsten Einatmung hebe die Knie von der Matte auf den Fußrücken, balancieren, der Bauchnabel fest zur Wirbelsäule gezogen und Ausatmung, setz wieder sanft zurück. Bleib im Rundrücken, Einatmung, nochmal das schöne Spiel zur Kräftigung der Bauchmuskulatur, Ausatmung, setz zurück und auch gleichzeitig, wenn wir nochmal reingehen, dann ziehen auch die Füße in die Länge, zieh die inneren Oberschenkel zueinander und Ausatmung, setz wieder ab. Einatmen, kurzes, geführtes Hohlkreuz zum Ausgleich und Ausatmung in den Rundrücken. Bleibe hier im Rundrücken und dreh mal die Hände nach hinten, sodass die Fingerkuppen zu den Knien zeigen. Atme ein, hier ins geführte Hohlkreuz. Blick geht weit nach vorne, offene Augen. Und wenn du ausatmest, schließe die Augen wieder, komm in den Rundrücken. Einatmung, nochmal geführtes Hohlkreuz, öffne die Augen. Ausatmung in den Rundrücken. Einatmung, dreh die Hände wieder zurück, richte den Rücken neutral auf. Und dann atme mit der nächsten Einatmung diesen rechten Arm seitlich nach oben. Und nimm den rechten Unterarm hinter deinem Rücken, sodass du die linke Seite deiner Hüfte oder ein Stück Stoff greifen kannst. Roll nochmal die Schulter, die rechte über die linke, öffne dein Herz. Einatmung, löse den Arm wieder zum Himmel und Ausatmung, setz auf der Matte ab. Wer Schwierigkeiten in den Handgelenken hat, der fächert die Finger weiter auf und drückt die Fingerkuppen in die Matte, dann ist die Belastung weg von den Handballen. Oder du kommst gerne hier auf die Fäuste, damit die Handgelenke ganz gerade sind. Einatmung, nimm den linken Arm nach oben zum Himmel und Ausatmung, fädel den linken Unterarm hinter deinem Rücken, sodass du ein Stück Stoff der rechten Hüfte greifen kannst. Roll die Schulter nochmal hinter dein Herz, strahle mal in die Welt hinein, atme ein, linker Arm geht nach oben, weit aufgefächerte Finger, ausatmen, setz zurück zur Matte. Super, einatmen, nochmal rechter Arm nach oben und Ausatmung, fädel unten durch und leg dein rechtes Ohr auf der Matte ab. Einatmen, komm gleich wieder mit dem rechten Arm nach oben. Ausatmen, stell ab.
Einatmung, linke Arm zieht zum Himmel, dehn dich auf. Ausatmung, durch das Nadelöhr durch, leg dein linkes Ohr ab. Einatmung, gleich wieder den linken Arm nach oben. Ausatmung, stell ab. Und dann stell die Füße auf, setz dich für einen Moment auf die Fersen und lauf mit den Fingerkuppen etwas weiter nach vorne weg. Lass den Kopf zwischen den Oberarmen sinken und pulsiere hier im Takt deines Atems langsam, gleichmäßig vor dich hin. Stell dir vor, wie ein leichter Windzug dich umhüllt und dich begleitet in all deinen Bewegungen, dir Leichtigkeit verschafft. Nächste Einatmung bitte ich dich, mit den Fingerkuppen zurückzulaufen zu den Knien. Dann drück dich hoch in die Hocke. Versuche hier erstmal die Balance zu finden auf deinen Zehenspitzen. Und dann versuch mal ganz langsam die Hände zu lösen. Hier mal die Handgelenke zu drehen und während du drehst von vorne nach hinten oder hinten nach vorne, wie es dir gut tut, so drehe deine Arme über die Seite nach oben, über den Kopf. Und dann dreh gerne wieder über die andere Seite zurück. Bis die Fingerkuppen wieder auf der Matte stehen. Und dann bitte ich dich, den Popo zu heben, die Knie bleiben gebeugt, atme ein, mit tief gebeugten Knien halbe Vorbeuge und Ausatmung, ganze Vorbeuge, lass den Kopf ruhen, lass die unteren Rippen auf den Oberschenkeln. Einatmung, nimm die Hände flach auf dein Gesäß und Ausatmung, roll die Schultern, erheb dich nach oben zum Stehen mit den Händen vor dem Herzen. Wunderbar. Stell den rechten Fuß über den linken, atme ein, verschränk die Hände ineinander, drück die Handteller nach oben, wachse über dich selbst hinaus und dann lehn dich hier nach rechts, dehn die linke Seitflanke in die Länge, gerne auch nach rechts, diagonal hinten, mach den Bauch schön fest, lass das Steißbein Richtung Matte sinken, wachse über dich selbst hinaus. Eine Einatmung hier und mit der Ausatmung schließe die Hände wieder vor dem Herzen und wechsle die Beine auf die andere Seite. Einatmung, verschränk die Hände, dass der andere kleine Finger vorne ist und zieh sie nochmal weit über den Kopf, gerade Arme. Roll nochmal die Schulterblätter satt hinter dein Herz und dann lehn dich leicht nach diagonal links, dehn dich aus, kannst gerne die Augen schließen. Atme tief in die Länge deines Bauches und mit der Ausatmung komm wieder zurück. Nimm die Hände vors Herz, löse die Verbindung. Einatmung, Arme gehen über die Seite nach oben und Ausatmung in die Vorbeuge. Einatmung, halbe Vorbeuge. Ausatmung, genieße die Schwerkraft, Vorbeuge. Einatmung, Arme nach oben und Ausatmung, Hände vors Herz. Einatmung, Arme nach oben und Ausatmung, Stuhlstellung. Setz dich tief in diesen Stuhl hinein. Lass die Arme mal nach unten fallen. Schüttel die Arme aus und dann greif dir das Gesäß weiter, die inneren Oberschenkel, um dann mit den flachen Händen das Steißbein wieder Richtung Matte zu schieben. Nimm die Hände an die Schultern, roll die Schultern hinter dein Herz, um dann die Hände wieder vor dein Herz zu schließen ins Anjali Mudra. Einatmung, komm nach oben, strick die Arme über den Kopf und Ausatmung gleich nochmal zurück in die Stuhlstellung. Einatmung, linker Ellenbogen über rechtes Knie. Benutzt diesen Hebel, um deinen Oberkörper noch mehr aufzurichten. Und dann löse mal den rechten Arm nach oben und vielleicht den linken Arm nach unten über dem Knie. Wunderbar. Sehr gut. Dehn dich aus. Benutz diesen Hebel, um dich aufzudrehen zur rechten Seite. Einatmung. Nimm die Hände wieder vors Herz in der Drehung
Und Ausatmung, dreh zurück in die Stuhlstellung. Einatmung, komm nach oben zum Stehen. Ausatmung, leg die Daumenwurzel auf dein drittes Auge. Atme einmal hier in Ruhe zwischen. Und dann löse den Griff. Tadasana. Einatmung, Arme über die Seite nach oben zum Himmel. Und Ausatmung, Hände vors Herz, Stuhlstellung. Setz dich tief, lass das Steißbein sinken. Einatmung, rechter Ellenbogen übers linke Knie. Und auch hier ist dieser Hebel wunderbar, um das linke Schulterblatt noch mal mehr hinter dein Herz schmelzen zu lassen. Einatmung, löse den linken Arm zum Himmel und lass die rechte Hand Richtung Boden gehen. Außerhalb des linken Knies, sodass du diese Hebelwirkung spürst, füll den unteren Rücken mit Atemluft. Einatmung, nimm die Hände wieder vor dein Herz in der Drehung. Atme aus, komm in den Stuhl zurück. Atme ein, streck nochmal die Arme neben die Ohren nach oben. Atme aus, Vorbeuge. Und dann bewege mal leicht die Knie hier. Lege die Hände in die Ellenbogen. Überlass dich der Schwerkraft. Nur die Knie bewegen sich, die Hüfte bewegt sich sanft. Und der Kopf kann gerne mitwackeln. Nein, 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 ja, ja, ja. Wunderbar. Und dann bitte ich dich, die Hände wieder zu lösen, flach aufs Gesäß zu legen, Knie leicht gebeugt, Einatmung, roll die Schulter, erheb dich zum Stehen, Ausatmung, Hände vors Herz. Einatmung, ich bitte dich nochmal, die Knie tief zu beugen. Und wenn jetzt der linke Ellenbogen über das rechte Knie kommt, im getwisteten Stuhl, dann drück mal die Knie fest gegeneinander, finde deine Balance auf dem rechten Fuß und schau mal, ob du kurz diesen linken Fuß von dem Boden heben kannst. Muss gar nicht weit sein. Und dann stell ihn wieder zurück, atme ein, komm nach oben zum Stehen mit den Händen über den Kopf. Und Ausatmung, Hände vors Herz, wunderbar gemacht. Einatmung, setz dich wieder in den Stuhl, zweite Seite wartet. Rechter Ellenbogen über linkes Knie. Dehne dich auf zur linken Seite und dann auch hier press die Knie gegeneinander, finde deinen stabilen Stand auf dem linken Fuß und löse den rechten Fuß sanft von der Matte, soweit es für dich geht. Einatmung, setz ihn wieder ab. Ausatmung, verneige dich in die Vorbeuge, löse auf. Schüttel nochmal alles aus, alles was zum Schütteln geht, Knie, Arme, Kopf. Atme ein, halbe Vorbeuge, atme aus, tiefe Verneigung. Und dann setze deinen Anker hier, die festen Füße satt in die Matte, hüftweit gepresst. Atme ein, komm nach oben zum Stehen. Atme aus, nochmal in die Stuhlstellung. Und jetzt bitte ich dich, die linke Hand Außenfläche ans rechte Knie außen zu nehmen und die rechte Hand an die rechte Schulter. Roll Schultergelenk über Schultergelenk und streck den rechten Arm nach oben weg. Zieh den Bauchnabel wieder zurück, sodass das Steißbein sinken kann. Mach dich länger und länger und länger. Atme ein und mit der Ausatmung wechsel die Seite. Rechte Hand an die Außenseite des linken Knies. Linke Hand erst an die Schulter, stapel die Schultern übereinander und lass durch die Energie der Füße übers Becken die Energie nach oben in den linken Arm steigen. Großzügige Atmung, tiefe Atmung bis ins Becken und mit der Ausatmung überkreuze die Arme nochmal, halte dich an den Knien fest. Einatmung, geführtes Hohlkreuz im Stuhl. Und Ausatmung in den Rundrücken. Einatmung, rolle dich Wirbel für Wirbel für Wirbel nach oben auf, löse die Hände. Tadasana, die Berghaltung. Sehr gut gemacht. Einatmung, Arme gehen über die Seite nach oben zum Himmel.
Und Ausatmung in die Vorbeuge. Einatmung, halbe Vorbeuge. Ausatmung, setz den rechten Fuß nach hinten in den Ausfallschritt. Atme hier einmal kurz ein, hebe dein Becken und weite es nach links. Und wenn du ausatmest und das Steißbein in deiner Mittelachse zwischen den Füßen Richtung Matte ziehst, dann guck mal unten durch, ob die Füße wie auf zwei Schienen stehen. Atme ein, heb dein Herz, wacher, fröhlicher Blick in die Welt hinein und Ausatmung, zieh ein langes, zähes, rechtes Bein Richtung Matte. Einatmung, die Rippen bleiben auf dem Oberschenkel, zieh die Arme neben die Ohren nach vorne und Ausatmung, Arme gehen unten durch und hinten hoch. Einatmung, nach vorne mit den Armen, weit gespreizte Finger, lange Arme und Ausatmung, unten durch und hinten hoch. Einatmung, wenn jetzt die Arme nach vorne kommen, dann nehmen sie den Oberkörper mit, richte dich auf und Ausatmung, sink nochmal tief ins linke Knie, schieb richtig das Steißbein nach vorne, lehne dich zurück in deine Schulterblätter. Einatmung, komm leicht wieder nach oben und dann pluster den Rücken auf, schau mal in den Bauchnabel, sodass du den unteren Rücken richtig füllen kannst. Und mit der Einatmung, komm zurück, setze deinen Anker wieder in deiner Mittelachse. Atme ein, wachse über dich selbst hinaus und mit der Ausatmung, twist nach links, öffne die Arme, lege sie auf deine Lichtschranke ab, Handteller zeigen nach oben. Und wenn du möchtest, so roll nochmal die Schultern, um so mehr Richtung Wirbelsäule zu ziehen. Atme ein, komm zurück, hebe die Arme nach oben und Ausatmung, setz die Fingerkuppen wieder auf die Matte. Einatmung, heb dein rechtes Knie von der Matte und Ausatmung, dreht mit dem rechten Fuß zum linken. Einatmung, halbe Vorbeuge. Ausatmung, genussvolle ganze Vorbeuge. Einatmung, Arme über die Seite nach oben. Ausatmung, Hände vors Herz. Einatmung, Arme über die Seite nach oben. Ausatmung, Vorbeuge. Fast schon meditativ. Einatmung, halbe Vorbeuge. Und Ausatmung, nimm den linken Fuß nach hinten in den Ausfallschritt. Die Füße hüftweit wie auf zwei Schienen, atme ein, weite dein Becken nach rechts weg, um jetzt das Steißbein in deiner Mittelachse Richtung Matte sinken zu lassen. Einatmung, heb dein Herz und Ausatmung, zieh das linke Knie zäh zur Matte. Lass die Oberschenkel auf dem die Rippen auf dem Oberschenkel. Atme ein, löse die Arme neben die Ohren nach vorne. Und Ausatmung, schieb die langen Arme unten durch, hinten hoch. Einatmung, Arme gehen wieder nach vorne. Und Ausatmung, unten durch und hinten hoch. Wenn du jetzt einatmest, ziehen die Arme nach vorne, nimm den Oberkörper mit und Ausatmung, sink tief ins rechte Knie. Einatmung, komm wieder mittig mit dem Becken und Ausatmung, schau in den Bauchnabel, füll den unteren Rücken und dich mit der Einatmung nochmal groß aufzurichten im Seitkörper. Atme dich hier groß, atme ein und mit der Ausatmung twiste nach rechts. Lege die Handflächen, die Rückseite der Hände auf dieser Lichtschranke ab und genieße die Verbindung der Schulterblätter, die kraftvolle Rückenmuskulatur, die dich hier hält. Atme ein, zieh die Arme wieder über den Kopf, dreh nach vorne, atme aus, Hände zur Matte. Einatmung, heb das linke Knie. Und Ausatmung, linker Fuß nach vorne zum rechten. Einatmung, halbe Vorbeuge. Ausatmung, verneig tief. Einatmung, nochmal halbe Vorbeuge. Und Ausatmung, setz nochmal den rechten Fuß nach hinten in den Ausfallschritt. Einatmung, heb dein Herz.
und Ausatmung, zieh wieder das rechte Bein satt zur Matte. Einatmung, Arme gehen über die Seite nach oben zum Himmel. Und Ausatmung, nimm die Hände ins Anjali Mudra vor dein Herz. Einatmung, neige dich nach vorne, rechter Ellenbogen über linkes Knie. Und auch hier twisten wir zur linken Seite. Zieh den Bauchnabel etwas zurück, dann kannst du dich noch mehr drehen. Und wenn du jetzt Schub in das linke Knie gibst, dann kannst du auch hier mit der nächsten Einatmung den linken Arm nach oben entlassen und den rechten Arm vielleicht auf der Außenseite des linken Beines zur Matte geben. Wenn nicht, lass die Hände gerne im Anjali Mudra vor deinem Herzen. Einatmung, die Hände gehen wieder zurück vor dein Herz ins Anjali Mudra und Ausatmung, drehe nach vorne, lege die Hände erstmal auf dem Oberschenkel ab. Einatmung, roll die Schultern und Ausatmung, schieb ins linke Knie hinein. Weite den Oberschenkel rechts und dehne die Hüfte genüsslich auf. Pulsiere hier im Rhythmus deines Atems. Mit der Einatmung komm leicht raus und mit der Ausatmung schieb noch mehr ins linke Knie. Einatmung, wieder etwas raus. Und wenn du jetzt ins linke Knie schiebst, dann stell die rechten Fingerkuppen auf der Matte ab. Mit der Einatmung zieh den linken Arm nach oben zum Himmel, öffne dich. Und dann lass den linken Arm mal nach hinten gehen, guck ihm nach und heb den rechten Fuß. Dann kannst du ganz spielerisch den rechten Fuß greifen. Roll die linke Schulter nochmal über die rechte und lehn dich direkt hinein, dass das Herz zum Himmel strahlen kann, leuchten der Sonne entgegen. Der rechte Fuß drückt gegen die linke Hand und du dehnst dich hier so richtig satt auf, ohne zu sehr in die Rückbeuge zu gehen, um deinen unteren Rücken nicht zu sehr zu belasten. Also atme dich immer wieder voll im unteren Rücken. Einatmung, löse die Hand-Fuß-Verbindung, streck den linken Arm nochmal nach oben aus. Und Ausatmung, linke Hand geht zurück zur Matte. Einatmung, wandere mit dem linken Fuß etwas nach links. Und dann bitte ich dich, die rechten Fingerkuppen etwas weiter nach vorne zu stellen. Die linke Hand erstmal auf den linken Oberschenkel. Es ist wunderbar, wenn du hier bleibst, aber du kannst auch gerne den rechten Unterarm auf der Matte ablegen. Roll die linke Schulter hinter dein Herz. Und verweile hier für zwei Atemzüge. Ein schöner Hüftöffner verbunden mit der Herzöffnung zum Himmel. Bei deiner nächsten Einatmung komm wieder auf die rechte Hand und wandere mit dem linken Fuß wieder zurück. Beide Finger sind außerhalb abgestellt. Atme hier ein. Drück das rechte Knie nach oben und atme aus, sink tiefer mit dem Becken ins linke Knie. Und jetzt zieh die Füße fast isometrisch zueinander, sodass du die Kraft im Becken spürst, wenn du einatmest, die Arme über die Seite nach oben zum Himmel ziehst und Ausatmung, während du die rechte Ferse nach hinten wegschiebst, schieb das Steißbein tiefer ins linke Knie. Einatmung, nimm die Hände wieder auf dem Oberschenkel. Wunderbar. Und pulsiere hier so leicht mit der Ausatmung, sink tiefer ins linke Knie. Mit der Einatmung löse wieder etwas nach oben. Ausatmung, pulsiere tiefer ins linke Knie. Ausatmung nach oben. Und wenn du jetzt ins linke Knie nochmal tief reingehst, dann öffne die Arme zur Seite, als würdest du balancieren. Atme hier ein, streck die Arme nach vorne, atme aus, lass sie hier. Zieh sie nochmal rein ins Schultergelenk und gut zuhören, einatmen, gib Schub in den rechten Fuß, dreht nach vorne zum linken, Arme über den Kopf. Ausatmung, Hände vors Herz. Wir bleiben hier für ein paar Momente, schließ die Augen. Lass dein Atem wieder ruhiger fließen. Und auch wenn
du hier schon Herzklopfen bekommen hast, so kann ein tiefer, gleichmäßiger Atem den Herzschlag wieder sanft beruhigen. So, atme jetzt ein, öffne die Augen, lass die Arme zur Seite sinken. Mit der Ausatmung. Und mit deiner nächsten Einatmung zieh die Arme nach vorne, integriere sie ins Schultergelenk, dass sie hochsteigen können zum Himmel. Atme groß ein und mit der Ausatmung Vorbeuge. Einatmung, halbe Vorbeuge und Ausatmung, setz den linken Fuß nach hinten in den Ausfallschritt. Einatmung, heb dein Herz. Und Ausatmung, langes linkes Bein will zum Boden. Einatmung, Arme über die Seite nach oben zum Himmel. Ausatmung, Hände vors Herz. Wunderbar. Füll den unteren Bauch wieder mit Atemluft. Mach den Rücken schön lang, atme ein. Und mit der Ausatmung, linke Ellenbogen übers rechte Knie. Benutzt diesen Hebel, um den Oberkörper noch mehr in die Länge zu ziehen. Atme ein, löst den rechten Arm nach oben zum Himmel und den linken an der Außenseite deines Beines vielleicht zur Matte. Super, ganz toll macht ihr das. Wunderschön. Atme hier ein und mit der Ausatmung nimm die Hände wieder vors Herz in der Drehung. Atme ein, richte dich auf, mittig, neutral. Atme aus, nimm die Hände auf den rechten Oberschenkel. Atme ein, roll erstmal die Schultern wieder genüsslich und Ausatmung schieb ins rechte Knie, nimm das Steißbein mit, das nach unten zieht. Einatmen, komm zurück und Ausatmung tief ins rechte Knie. Einatmen, komm wieder zurück und Ausatmung schieb ins rechte Knie und dann stell die linken Fingerkuppen auf der Matte ab. Atme ein, streck den rechten Arm nach oben zum Himmel und lass ihn nach hinten gleiten. Guck ihm nach, heb dein linkes Bein und schnapp dir den linken Fuß. Die Zehen gehen über die Handkante, roll die rechte Schulter nochmal hinter dein Herz und dann öffne dein Herz nach oben. Drück den Fuß in die Hand. Und dehn dich hier auf, Bauchnabel ist fest, Schulterblätter zueinander, atme. Einatmung, löse die Verbindung und stell die rechten Fingerkuppen wieder zur Matte. Lauf mit dem rechten Fuß zum rechten Mattenrand. Und wenn du einatmest, so stell die linken Fingerkuppen etwas nach vorne, rechte Hand auf den rechten Oberschenkel. Genau. Und wenn du mehr brauchst, so kannst du gerne hier links auf den Unterarm kommen. Und dann roll gerne nochmal die rechte Schulter über die linke. Streck den rechten Arm nach oben aus, entfalte dich. Super. Atme ein, nimm die rechte Hand wieder auf den Oberschenkel, drück dich hoch auf die flache linke Hand und wandere mit dem rechten Fuß wieder mittig. Hier im geknieten Ausfallschritt atme ein, zieh das linke Knie nach oben, finde die Stabilität, indem du beide inneren Oberschenkel zueinander ziehst, sodass das Becken ganz parallel ausgerichtet bleibt. Atme hier ein. Und drück in die Füße, satt, zieh sie isometrisch zueinander, wenn du ausatmest. Mit deiner nächsten Einatmung zieh die Arme über die Seite nach oben zum Himmel und schieb in die linke Ferse, schieb in Steißbein, setz dich tief in dein rechtes Knie. Einatmung hier und mit der Ausatmung nimm die Flügelchen zur Seite wie ein Flugzeug. Atme hier einmal noch ein und mit der Ausatmung nimm die Arme wieder nach oben, lehn dich nach vorne auf den Oberschenkel und stell die Fingerkuppen zurück zur Matte. Einatmung, linker Fuß kommt nach vorne zum rechten. Ausatmung, Vorbeuge. Einatmung, halbe Vorbeuge. Ausatmung, nochmal genüsslich, schüttel alles aus, Vorbeuge.
Einatmung, Arme über die Seite nach oben zum Himmel. Ausatmung, Hände vors Herz. Einatmung, Arme über die Seite nach oben. Und Ausatmung, nimm die Arme hinter dein Kreuzbein, verschränk die Handteller ineinander. Einatmung, roll die Schultern weit hinters Herz. Und wenn du ausatmest, dann streck die Arme lang nach hinten weg. Und dann roll nochmal die Schultern ganz sanft hier, um dich in deine Schulterblätter zurückzulehnen, sodass die offenen Handtellerchen nach unten sinken können, als würde diese wunderschöne goldene Kugel wieder in deinen Händen liegen. Der Bauch ist schön fest und du ziehst eher nach oben als nach hinten. Nur die Kugel, die macht die Arme immer, immer schwerer und immer länger. Genieße dein Atmen, diesen wunderschönen Herzöffner hier im Stehen. Und dann komm langsam, 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 langsam zurück. Beug die Ellenbogen zuerst, wenn die Hände zum Kreuzbein gehen, um sie dann wieder zu lösen. Einatmung, Arme über die Seite nach oben zum Himmel. Und wenn die Arme hier oben bleiben, dann verlagere dein Gewicht auf den linken Fuß. Heb den rechten Fuß etwas an und freihändig lasst uns hier ganz balanciert in den Ausfallschritt kommen. Wunderbar. Stell die Fingerkuppen nochmal ab und kontrolliere, ob dein linkes Knie über dem linken Fußgelenk ist. Schau unten durch, steht auch der rechte Fuß wie auf zwei Schienen. Und dann zieh die rechte Ferse Richtung Matte. Der Fuß ist parallel zum hinteren Mattenrand. Atme ein, fächere auf in Krieger 2. Setz dich tief ins linke Knie. Die rechte Fußaußenkante drückt nach außen, um das Fußgewölbe aufzubauen. Zieh die Handflächen nach oben. Leg die Arme auf deine Lichtschranke ab, dann wird alles viel leichter. Und dann bitte ich dich, den linken Unterarm auf dem linken Oberschenkel abzulegen und den rechten Arm am Ohr vorbei über den Kopf auszustrecken. Ganz viel Energie schiebt von der rechten Fußaußenkante bis in die weit aufgefächerten Fingerspitzen. Super. Und gut zuhören, jetzt kommt's. Ich bitte dich, diesen rechten Arm nach hinten gleiten zu lassen, hinter deinen Rücken. Und der linke Arm, der fällt so runter, dass die Rippen auf den Oberschenkel ankommen. Und dann guck mal, ob du mit der linken Hand unter deinem Gesäß durchgreifen kannst zur rechten. Versuch's einfach mal, ganz spielerisch, ist nur Yoga. Schön, super. Und dann lasst uns hier schon wieder auflösen, habt ihr wunderbar gemacht. Fächer zurück in Krieger 2, ganz toll. Und fächer zurück die Hände zum Boden, die rechte Ferse hebt sich, Einatmung, rechter Fuß nach vorne, Ausatmung, wir nehmen gleich den linken Fuß zurück, ziehen die Ferse Richtung Boden, atmen ein, fächern auf in Krieger 2 und kontrollieren erstmal, ob die linke Fußaußenkante in die Matte drückt. Die Handteller drehen nach oben, die Schulterblätter schieben nach unten und das rechte Knie schiebt genau über die rechte Ferse. Wundervolle Ausdehnung hier, Einatmung, nimm den rechten Unterarm auf den rechten Oberschenkel, der linke Arm zieht am Ohr vorbei über den Kopf. Du spürst durch Druck der Füße die Energie im Becken, die dich hält und genießt mit der Atmung die Ausdehnung hier. Einatmung, der linke Arm geht nach hinten, hinter deinem Rücken, der hängt einfach erstmal so da und der rechte Arm hängt auf der Innenseite deines rechten Oberschenkels und dann lehnst du dich nach vorne und greifst mit der rechten Hand die linke und dehnst dich hier schön auf, gebundener Ausfallschritt hier im Krieger 2. Einatmung, fächere wieder auf in Krieger 2. Genieß nochmal die Länge in den Armen. Und mit deiner Ausatmung fächere zurück die Hände zur Matte. Linke Ferse hebt sich, Einatmung, linker Fuß nach vorne zum rechten.
Ausatmung, Vorbeuge. Und auch hier bitte ich dich zur Entlastung, nochmal die Knie leicht zu beugen, die Hände an die Ellenbogen zu nehmen und dich hier so ein bisschen auszuschaukeln, auszuschwingen. Und trotzdem sei dir immer gewahr, dass du mit beiden Beinen fest im Leben stehst, nicht nur hier auf der Matte, deinen Anker gesetzt hast. Du weißt, was du willst und du weißt, was du nicht willst. Und so löse die Hände wieder und roll Wirbel für Wirbel für Wirbel nach oben zum Stehen. Super gemacht. Und dann bitte ich dich mal, die Beine zu schütteln, die Arme zu schütteln, so als würdest du deinen Tanz auf dieser großen Etosha-Pfanne machen, die groß und weit ist, weiß und offen. Und die Sonne steht genau über dir, du wirfst keinen Schatten. Und dann dreh dich mal um dich selbst rum, spielerisch und auch mal über die andere Seite. Und dann merke diese Leichtigkeit wieder in die aufsteigen. Wunderbar. Super gemacht. Und dann bitte ich dich, die Füße nochmal satt hüftweit auf die Erde zu stellen. Und wir spielen hier noch ein bisschen so wie die Tiere, die ans Wasserloch jumpen, um ein bisschen zu trinken oder sich mit anderen Kumpanen spielerisch zu unterhalten in ihrer Tiersprache. So beuge die Knie hier tief, stell die Fingerkuppen auf die Matte. Die Füße fest verankert, gar nicht Belastung auf den Händen, sondern mehr auf den Füßen, bitte ich dich, das Gewicht auf das rechte Bein zu verlagern. Das Becken schön kompakt fest, löse den linken Fuß von der Matte. Wir stehen hier einfach nur da wie so ein Kranich, einbeinig. Atme ein, streck das linke Bein nach hinten weg, vielleicht magst du das rechte dazu strecken. Und wenn du ausatmest, zieh das Knie nach rechts hinter deinem linken Knie. Einatmung, streck das linke Bein nochmal ins Gerade nach hinten weg, Ferse schiebt weg. Und Ausatmung, zieh das linke Knie nach rechts hinter deinem linken Knie. Einatmung, streck das linke Bein nochmal in die Länge, schieb alles von dir. Wunderbar. Und Ausatmung, stell den linken Fuß auf der Matte ab. Einatmung, halbe Vorbeuge. Und Ausatmung, schüttel dich in die ganze Vorbeuge. Schüttel auch die Knie. Und dann beug die Knie wieder satt. Stell die Fingerkuppen nur zur Stütze auf der Matte auf. Verlagere das Gewicht auf den linken Fuß. Beuge das rechte Bein an. Atme ein, schieb das rechte Bein in die Länge. Kannst gerne auch das linke Bein strecken oder gebeugt lassen. Und Ausatmung, hinter dem linken Knie, zieh das rechte Knie nach links. Beuge etwas mehr. Einatmung, streck das rechte Bein wieder in die Länge. Und Ausatmung, das rechte Knie geht nach links, hinter dem linken Knie. Einatmung, streck das rechte Bein nochmal in die Länge. Gib Schub in die Ferse, gib alles. Und dann stell den rechten Fuß wieder zum linken. Einatmung, halbe Vorbeuge. Und Ausatmung, ganze Vorbeuge. Einatmung, nimm die Arme zur Seite und streck den Oberkörper parallel zum Boden. Die Füße satt verankert auf der Matte. Und Achtung, gut zuhören. Ich will heute mit euch aus dieser Position in Krieger 3. So verlagere das Gewicht auf den rechten Fuß. Und fang an ganz langsam und in Zeitlupe den linken Fuß zu lösen. Und während du in dieser Fliegerposition bist, schieb das linke Bein ganz langsam weg von dir. Kannst dich auch gerne an einem Stuhl oder an der Wand festhalten. Schieb die linke Ferse weg, zieh die linken Zehen nach unten, atme ein. Achtung, Arme über den Kopf, Fuß abgestellt. Ausatmung, Hände vors Herz. Wunderbar. Super gemacht. Einatmung, lass die Arme zur Seite sinken. Und dann lehn dich nochmal nach vorne parallel, schieb die Arme zur Seite.
Wunderbar, schieb die Schulterblätter zur Mittellinie, verlagere das Gewicht auf dem linken Fuß und dann ganz spielerisch. Und wenn du rausfällst, nicht schlimm, oder halt dich an einer Wand fest und zieh das rechte Bein nach hinten weg. Ganz langsam, wie in Zeitlupe, schieb in die rechte Ferse, Krieger 3 oder auch Flieger. Einatmung, Arme über den Kopf, rechter Fuß abgestellt. Ausatmung, Hände vors Herz. Ganz toll gemacht, super. Und dann bitte ich dich, die Füße etwas zu weiten. Und ganz langsam und in Ruhe, wenn du ausatmest, sink tiefer und tiefer und tiefer in deine Knie, in Malasana, die Hocke. Super. Und wenn du die Knie jetzt zusammenschiebst, sodass sich die Unterarme treffen, dann ist der Popo schon am Boden. Und dann löse die Verbindung auf. Super gemacht. Und dann bitte ich dich hier nochmal, das Sitzfleisch unter deinem Gesäß rauszuholen. Und wenn du magst, dann lehn dich oder geh in die Nähe, vielleicht so eine ellenlange Entfernung von der Wand weg. Ich nenne sie Angies Lieblingsübung. So greif dir die Zehen, wenn du mit den Armen zwischen den Knien durchgreifst. Verlagere das Gewicht etwas nach hinten und sehe es als Spiel an. Kein Muss und kein Zwang, nur ein Spiel. Und dann kannst du schon mal die Füße von der Matte heben. Wunderbar. Und dann wollen sich die Beine auseinander bewegen. Und entweder du lässt die Knie gebeugt oder du balancierst die Beine in die Länge. Super, ganz toll. Wir können auch nur auf dem Kreuzbein stehen. Wunderbar, toll macht ihr das. Atme noch einmal ein und mit der Ausatmung treffen sich die Füße wieder in Baddha Konasana. Wunderbar gemacht. Greif dir die Füße, sag super gemacht. Und lehn dich genüsslich nach vorne, runde den Rücken, lass den Kopf hängen. Und um nochmal Nein, Nein, Nein und Ja, Ja, Ja zu sagen, fühl, wie sich der ganze Rücken entspannen darf. Wunderbar. Und dann roll wieder Wirbel für Wirbel für Wirbel nach oben auf. Und ich bitte dich, in die Stockhaltung zu kommen, die Beine auszustrecken, gerne nochmal auszuschütteln, das Sitzfleisch nochmal unter deinem Gesäß rauszuholen. Und dann stell die Hände hinter dir ab, die Handflächen satt in die Matte gedrückt, rechtes Bein angestellt, linkes dazu. Wir wollen zum Ausgleich nochmal in den Tisch kommen. Atme ein, roll die Schultern hinter dein Herz, lass das Herz nach oben steigen und das Herz nimmt dein Becken mit und du bist in der Tischposition. Super, drück nochmal das Steißbein mehr Richtung Knie, atme dich lang und mit der Ausatmung lass das Becken wieder sinken. Ganz toll gemacht. Und dann halte dich gerne, entschuldigt, und dann nehmt mal die Unterarme zur Matte, streck die Füße weg von dir, roll die Schultern hinter dein Herz, vielleicht musst du etwas sie zusammenruckeln, dein Herz hebt sich, die Schultern drücken nach oben und wenn du magst, wenn du die Zehen angezogen hast und die Fersen satt von dir wegschiebst, dann probier mal, ob du mit der Einatmung das Becken kurz von der Matte abheben kannst und mit der Ausatmung wieder zurück. Super, Einatmung nochmal, Becken nach oben und Ausatmung zurück. Und jetzt ist genug mit der Anstrengung. Greif dir gerne ein Knie, um dich Wirbel für Wirbel für Wirbel abzurollen. Und während wir hier im Liegen nochmal die Schultern zueinander ziehen, streck mal die Arme weit von dir, die Beine nach oben zum Himmel, die Fersen schieben weg, die Füße genau über dein Becken. Mit deiner nächsten Einatmung drückt die Fersen mehr Richtung Himmel, so hebt sich das Becken etwas weg von dem Boden
Und mit der Ausatmung öffne die Beine in eine Grätsche, so wie sich's für dich gut anfühlt. Einatmung, Beine wieder zu und Ausatmung nochmal in die Grätsche hinein. Einatmung, Beine wieder zu. Und wenn sie jetzt aufgehen, die Beine in die Grätsche, dann nimm einfach mal im Gegenzug die Arme nach oben. Beine zu, Arme wieder nach unten zum Boden. Einatmung, Arme nach oben, Beine gegrätscht. Und wieder Arme geöffnet, Beine geschlossen. Und jetzt zieh die Knie zu dir zur Brust und umarme deine Unterschenkel wie so ein kleines Päckchen. Roll von links nach rechts und rechts nach links. Kannst auch mal die Nase zwischen die Knie ziehen. Und dann bitte ich dich, die Knie festzuhalten, wenn du die Füße nochmal zurück zur Matte stellst. Leg die Arme in Kaktushaltung neben den Körper, zieh die Schultern zueinander. Und ganz sanft, lass einfach die Knie hier die halbe Strecke nach rechts gleiten, versetze das Becken etwas nach links, bis die Knie Richtung Matte sinken können. Genieße die Länge in der linken Seitflanke. Schließe schon gerne hier die Augen. Atme tief in diese Dehnung in dein Becken. Genieße den Moment, wenn die Stille wiederkommt. Einatmung, richte die Knie wieder nach oben auf, setze das Becken mittig. Die zweite Seite wartet, die Knie wollen nach links und das Becken versetzt nach rechts etwas. Die Knie gehen weiter zur Matte nach links. Der Kopf schön gerade, ich finde es immer angenehmer für die Halswirbelsäule. Genieße die Dehnung der rechten Seitflanke. Einatmung, nimm die Knie wieder nach oben, setz das Becken mittig und dann zieh nochmal die Knie zur Brust und zieh sie schulterweit auseinander. Und dann geh mit den Oberarmen an der Innenseite der Knie vorbei, sodass die Hände die Füße greifen können. Happy Baby Pose, die Füße drücken in die Hände und auch hier ganz spielerisch wackel oder schaukel von einer Seite zur anderen. Genieße die Massagebewegungen für den unteren Rücken. Drück auch gerne mal das Steißbein wieder weit weg von dir und dann lass den Rücken wieder in seine Rundung zurückfallen. Und wenn du magst, kannst du natürlich gern mal die Beine strecken in die Grätsche oder nur das eine oder das andere. Spiele mit dir selbst wie so ein Baby. Und wieder zurück angekommen in Happy Baby Pose bitte ich dich, die Knie über der Brust zu schließen, die Füße aufzustellen. Um mit den Händen an die Kante deiner Oberschenkel unterhalb der Hüftknochen zu gehen, um dann die Oberschenkelmuskulatur richtig wegzuschieben, das entspannt den unteren Rücken immens. 2-3 Mal richtig diese Oberschenkelmuskulatur ausstreichen. Und dann nimm die Füße gerne hüftweit, greif dir vielleicht noch Socken oder eine Decke. Für dein Shavasana, die Endentspannung, in der der Körper alles verdauen darf, was er gerade praktiziert hat, die Arme sanft an der Seite des Körpers. Wiege dich hier nochmal in dein Shavasana hinein, Schultern fest verankert auf der Matte, Kopf nochmal, nein, nein, nein,
bis er sich mittig einpendelt. Und dann visualisiere deinen Atem. Wenn du einatmest, mach eine kurze Atempause, bis der Ausatem wieder folgt. Pause. Einatmung, Pause und Ausatmung, Pause. Genieße die Momente in deinem Shavasana. Die Toshapanne lehrt uns, die Zyklen des Lebens zu akzeptieren und die ständige Veränderung in der Natur und in uns selbst zu umarmen. Durch Yoga können wir lernen, diese Lektionen in unser tägliches Leben zu integrieren und ein tieferes Bewusstsein für die Welt um uns herum zu entwickeln. So, stelle dir vor, du liegst in dieser Pfanne und alles ist ganz still und ruhig. Und du liegst auf diesem riesigen Erdball vertrauensvoll, dass alles so sein muss, wie es kommt. Und mit diesem Vertrauen bitte ich dich, wieder tiefer zu atmen. Auch dein Atem ist dein ständiger, vertrauensvoller Begleiter.
Wie oft strömt er ein und strömt er aus, ganz natürlich, ohne gefragt zu werden. Und so nimm ihn täglich mit, dich zu begleiten, dir Ruhe zu spenden durch tiefe, gleichmäßige Atemzüge. Und nimm ihn mit, wenn du die Bewegung beginnst, die Handgelenke und die Fußgelenke zu kreisen, die Fingerkuppen zu bewegen, die Zehenspitzen, die Arme mal über den Kopf zu strecken, die Beine lang einatmen und mit einem großen Seufzer auszuatmen. Und dann stell die Füße auf und roll erstmal in die Embryo-Haltung. Lass dir Zeit. Yogis nehmen sich die Zeit, die sie brauchen, um ihren ganzen Körper ganz sanft zurückzubringen in die Bewegung oder in die Ruhe. Und wenn du soweit bist, dann stütz dich gerne mit einer Hand auf, um dich aufzurichten in eine angenehme Sitzhaltung. Von dieser Itosha-Yoga-Pfanne-Stunde inspiriert, nimm die Hände auf dein Herz. Genieße noch ein paar Atemzüge, die Zyklen deines Lebens, die du erfahren hast. Dann bedanke ich mich ganz herzlich für deine Praxis, wünsche dir ein wunderschönes Wochenende, einen schönen Abend. Namaste.